Ja, ich freue mich sehr, dass ich euch heute einen Impuls geben kann zum Thema Global Payroll, damit multinationale Unternehmen wirklich global werden. Und wir starten auch direkt rein. Die Gehaltsverrechnung ist jetzt nicht unbedingt ein Thriller. Also in der Regel sollte man eigentlich nichts davon mitbekommen, es sei denn, es ist irgendwas falsch. Und dann steht der Mitarbeiter vor der Tür und fragt eben nach und man muss es entsprechend korrigieren. Und selbst international agierende und strukturierte Unternehmen sehen eigentlich keinen großen Wert hinter der Internationalisierung der Payroll. Also sehr, sehr wenige haben sich damit beschäftigt. Das kann noch so lange gut gehen, bis man sich beispielsweise ein globales HCM anschaut oder bis man generell die HR-IT-Strategie mal auf den Prüfstand stellt oder sich anschaut, wie widerstandsfähig sind eigentlich unsere IT-Systeme. Stichwort auch Resilienz, passt gut zum Thema der POP, aber das haben wir auch sehr oft jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass man wirklich einfach mal schaut, okay, sind eigentlich unsere Systeme wirklich zeitgemäß oder müssen wir da entsprechend etwas updaten? Und wenn man dann in die Payroll reinschaut, dann merkt man eigentlich, dass die, sagen wir Buzzword, Digitalisierung und Internationalität in den meisten Payroll-Abteilungen eigentlich noch keinen wirklichen Einzug gefunden haben. So, ich habe jetzt eine Fahrzeugmetapher mitgebracht, sage ich jetzt mal. Also ein Rennwagen mit drei Logos drauf, das seht ihr wahrscheinlich, das sind globale HCM-Systeme. Und ich frage jetzt mal in die Runde, wer von euch oder das Unternehmen, in dem ihr arbeitet, hat denn schon ein solches System im Einsatz oder plant mit der Einrichtung eines solchen? Und keine Angst, ich pick niemanden raus, es ist nur ein Stimmungsbild. Super, ja, vielen Dank. Ein paar sind es auf jeden Fall. Werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, der Grund, warum man ein solches globales System einrichtet, ist, wenn man globalen Footprint hat, man möchte Prozesse global konsolidieren, zum Beispiel das Recruiting oder das Talent Management, man möchte den Usern eine einheitliche User Experience bieten oder eben auch wirklich beispielsweise die Stammdaten glattziehen. Aber ein Thema wird sehr, sehr oft vergessen und das ist, wo die Daten herkommen. Wo kommen die Daten her, damit die globalen HCM-Systeme wirklich so funktionieren können, wie sie funktionieren sollen? Und da ist eigentlich relativ klar, die vertrauenswürdigsten Daten kommen aus der Payroll. Warum? Weil die eigentlich doppelt geprüft werden. Zum einen von den HR-Mitarbeitern und zum anderen aber gleichzeitig auch von den Mitarbeitern selber, weil sie natürlich ein großes Interesse daran haben, dass die alle stimmen, weil wenn sie nicht stimmen, dann ist die Payroll falsch. Und die Anschlussfrage wäre dann jetzt hier, wenn im HCM eigentlich alle Payroll-Daten drin sein müssen, können Sie dann alle entgeltrelevanten Informationen aus den einzelnen Ländern direkt in Ihrem HCM eingeben? Das ist eine Fangfrage, weil Sie können es nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es sei denn, Sie nutzen eben die Integration, die wir mit ADP bieten. Wir haben eine Global ADP HR Connectivity und die hat eben genau das als Thema gehabt. Also wir haben eine Tiefenintegration entwickelt mit den globalen HCM-Playern. Die drei, die Sie jetzt gesehen haben, sind eigentlich nur ein Beispiel, richtet sich auch an alle. Und haben es eben geschafft, dass wir einen konsolidierten Weg gefunden haben, wie die Information direkt im HCM-System eingegeben werden kann. Sie sehen jetzt hier rechts, das ist ein Beispiel aus Workday, aber steht nur stellvertretend für andere HCM-Systeme. Und links oben ist der Tab, den kann man nicht so richtig gut lesen, das ist ADP Local Payroll Data und genau dieser Tab ist das Wichtige, denn da können Sie dann direkt für jedes Land in allen 140 Ländern, in denen wir Payroll Outsourcer sind, die Daten direkt eingeben. Was bedeutet das für Sie und für Ihre Mitarbeiter? Es gibt keine Medienbrüche, also Sie müssen sich nicht nochmal neu ausloggen, müssen beispielsweise Excel-Sheets hin und her schicken, müssen sich vielleicht in einem anderen System einloggen, wo die Sprache nicht ganz klar ist, sondern es kann alles direkt dort eingegeben werden und Sie haben auch keine doppelte Dateneingabe, weil das auch immer ein Graus ist. Und fairerweise muss man sagen, was wird zuerst geupdatet, das HCM oder die Payroll? In der Regel die Payroll, weil ansonsten stehen Ihnen, wie besagt, die Mitarbeiter vor der Tür. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wir gehen davon aus, es hat alles funktioniert, also Sie nutzen unsere Connectivity, die Informationen sind geflossen und der Mitarbeiter bekommt jetzt seine Entgeltverrechnung und loggt sich ein im ADP Global MyView. Das ADP Global MyView ist ein globaler Self-Service, der sieht in allen Ländern der Welt gleich aus, natürlich unterschiedlich je nach Land und je nach Sprache, ist die Währung natürlich unterschiedlich auch. Und dieses Tool wurde entwickelt, damit Ihre Mitarbeiter wieder mehr empowered werden, die Entgeltabrechnung zu verstehen. Denn auch Hand aufs Herz, wenn Sie sich Ihren Payslip anschauen, in gedruckter Form, da sehen Sie zwar alle Gehaltsbestandteile drauf, aber so richtig nachvollziehen kann man es eigentlich nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin aber auch kein gelernter Payroller, das können wahrscheinlich nur die Payroller am Ende des Tages. Ziel ist aber hier, dass alle, oder nicht das Ziel, hier bekommen alle Mitarbeiter einen interaktiven Payslip, wo ganz genau alle Entgeltbestandteile aufgeschlüsselt werden. Das heißt, Sie sehen wirklich, was verbirgt sich hinter jedem Balken, wie viel Steuern habe ich bezahlt und was ist am Ende vielleicht sogar der Bereich, der ein bisschen höher ist. Sie sehen es jetzt hier links, oder rechts, gut, sind auf beiden Seiten. Da gibt es auch einen Balken, der ist ein bisschen höher.
Das heißt, da ist mehr ausgezahlt worden. Und da gibt es auch die Möglichkeit, das miteinander zu vergleichen. Das heißt, Sie können 3 Monate nebeneinander stellen und können sehen, okay, warum habe ich denn jetzt mehr oder weniger verdient? Liegt es an Steuern? Liegt es vielleicht an einem Overtime, einer Overtime-Auszahlung? Oder liegt es daran, dass es einen Bonus gab? Bedeutet für Ihre Mitarbeiter, Sie verstehen einfach viel, viel besser, wie die Entgeltabrechnung funktioniert, aus welchen Bestandteilen sie besteht und bedeutet für Sie und für uns als Payroll-Dienstleister, dass wir sehr, sehr viel weniger Rückfragen bekommen, weil der Mitarbeiter sich das meiste selbst erschließen kann. Und die Rückfragen, die kommen, sind dann auch wirklich berechtigt. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Also wir haben jetzt quasi einmal abgerechnet, der Mitarbeiter hat seinen Payslip gekriegt und dann werden alle Daten ins Archiv geschoben und werden vielleicht irgendwann von einem Prüfer mal wieder angeschaut, wenn er zur Prüfung kommt. Ist natürlich nicht so, denn jetzt bringen wir eigentlich den Value in die Payroll-Daten zurück. Wir haben ja wahnsinnig viele Daten aus der Entgeltverrechnung, die man wirklich nutzen kann. Und wir stellen sie Ihnen im ADP Global Insight Dashboard bereit als ein globales Reporting. Das heißt, Sie erhalten von uns Diagramme, die auf Best Practices von unseren internationalen Kunden beruhen und Sie können sich auch selber Diagramme bauen, können sich verschiedene Reports erstellen, ad hoc, oder auch gerne immer zu einem bestimmten Zeitraum. Sie können ganz überblicksartig sich anschauen, okay, wie sind denn die Kosten Land pro Land, können aber auch ganz granular wirklich in die Entgeltbestandteile auf Mitarbeiterebene gehen, können sich die Lohnkosten anschauen, die Entgeltbestandteile im Zeitraum auswählen, die Währung auswählen. Und wenn das jetzt wirklich alles im Global Reporting möglich ist, dann kann man ja eigentlich wirklich getrost das zeitintensive und auch das fehleranfällige Excel im globalen Reporting in den Ruhestand schicken. Und es passt auch eigentlich ganz gut zu einem Takeaway von Stefan Janssen heute Morgen, nämlich der Gegenwartsdiagnostik basiert nämlich auf HR-Data, wirklich mal zu wissen, okay, was haben wir denn eigentlich und können wir auf diesen Daten eine strategische Entscheidung für die Zukunft treffen. Ja, multinationale Unternehmen haben jetzt aus unserer Sicht eigentlich eine Wahl zu treffen und dass sie sagen, okay, möchte ich jetzt global werden oder möchte ich lokal bleiben? Denn eins ist auf jeden Fall klar, wenn Sie eine globale HR-IT nutzen, dann ist die nicht vollständig ohne eine globale Payroll. Denn Connectivity, Global Reporting und Self-Service müssen zu jeder Zeit in konsolidierter Form und kompatibel mit dem HCM sein, damit Ihnen eben so etwas nicht passiert, dass lokale Lösungen Ihre globale HR-Strategie einschränken. Und deshalb Global Payroll. Vielen Dank.